Heute ist Tag der offenen Tür in der Mailänder Fashion Academy und es werden viele Studienbewerber und Hospitanten kommen. Gozi! Ich bin gespannt, was ich bei Lucy Style rauskriegen werde. Ich muss hierbleiben, das ist wirklich schade. Aber Direktor Maffei besteht auf meine Anwesenheit. Er sagte, am Tag der offenen Tür müsste ich unbedingt da sein. Tja, du bist seine Assistentin. Schon, aber... Keine Sorge, ich halte dich auf dem Laufenden. Du wirst ein Detektiv und überall herumschnüffeln und ermittelst systematisch, ob jemand die neue Kollektion sabotiert hat. Und gibt's Spione, enttarnst du sie? Werde ich schon irgendwie. Mit Sicherheit. Ich weiß, du kannst das. Oh, warte. Nimm das noch. Tu so, als würdest du Selfies machen. Dann wird keiner misstrauisch und du kannst in Ruhe Beweise sammeln. Wenn du meinst. Na komm, Bianca. Das wird sicher total spannend. Denk mal an mich. Ich soll heute einen Ehrengast betreuen und irgendwelche Hospitanten begrüßen, die vom Direktor eingeladen wurden. Welcher Ehrengast denn? Weiß nicht. Wollte er nicht verraten. Aber am schlimmsten wäre für mich irgendein langweiliger Professor. Naja, es könnte noch schlimmer kommen, wenn du Pech hast. Na danke, dass du mich daran erinnerst. Oh, heute kommt Marie. Ich will sie nicht sehen. Naja, wenigstens ist es nicht dein Job, sie zu empfangen. So ist es. Ich soll ja nur den Ehrengast willkommen heißen und nicht die Hospitanten. Ganz genau. Und willkommen ist sie sowieso nicht. Ich würde sie eiskalt abblitzen lassen. Ich liebe es, wenn du zickig wirst, nur um mich zu beschützen. Ich muss keine unerwünschten Gäste begrüßen. Tür geschlossen und verriegelt. Heute hat jeder eine Aufgabe. Quinn, du wirst eine Fotogalerie über unsere Arbeit hier zusammenstellen. Nausicaa und Jack, ihr präsentiert die Entwürfe und Modelle des dritten Schuljahres. Ede und Eloise, ihr macht eine Führung durch die Akademie. Zeigt ihnen alles. Dazu kriegt ihr noch jede Menge Infos und die historischen Daten, die ihr braucht. So, bitte. Wie müssen wir das jetzt hier alles wissen? Ja, und zwar auswendig. Ich bin begeistert, glaube ich. Ich muss unbedingt Sit-Ups machen. Du kannst dich wieder beruhigen. Du kriegst mein kabelloses Headset. Das wird sicher keiner merken. Das verbinde ich dann mit einem Radiosender und zwar frequenzmoduliert. Hm? War das etwa wieder zu schwierig? Ich flüster dir alles über die Ohrstöpsel zu. Ah, ich bin gerettet. Und jetzt wird es Zeit, euch den Ehrengast für unseren Tag der offenen Tür vorzustellen. Es ist eine prominente Influencerin. Eine Spezialistin, die beeinflusste junge Leute beeinflusst. Sie wird auch die Abschlussrede halten. Und Maggie wird nun die Ehre zuteil, hier sie den ganzen Tag zu verwöhnen. Wunderbar. Da bleibt mir ja ein langweiliger Professor erspart. Absolut sicher. Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Darf ich vorstellen, Marie Laurent? Guten Morgen, Herr Direktor. Oh, hallo, Jacques. Hallo, hallo Leute. Hallo. Hallo. Das darf nicht wahr sein. Maggie, bleib ganz ruhig. Das ist Maggie. Sie wird sich dir heute mit Freude voll und ganz widmen und alles Mögliche und auch Unmögliche für dich tun. Maggie, ich bin ja so glücklich, dich kennenzulernen. Und ich erst. Sehr schön. Also, frohes Schaffen euch allen. Jacques. Wie geht's? Wie schön, dich zu sehen. Bianca, dieser Ehrengast, das ist Marie. Maggie, bloß nicht weglaufen. Tu so, als wäre sie willkommen, aber versuch sie loszuwerden. Natürlich. Sehr schön. Ja. Ja, das Vorwort habe ich auch schon so gut wie fertig. Außerdem ist heute mein freier Tag, da arbeite ich an meiner Autobiografie. Der Titel? Ich bin mein Favorit. Ah. Ciao. Charles? Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute treffen könnten. Nein, heute kein Unterricht. Ich habe den ganzen Tag frei nach Monaten. Also bis später. Ach, da sind Sie ja, meine Professoren. Hab Sie schon gesucht. Ich bin wirklich unglaublich bestürzt. Wussten Sie schon? Es gibt doch absolut keinen Paragraphen in der neuen Schulordnung, der uns als Mailänder Fashion Academy dazu auffordert, den potenziellen Studenten einen Eindruck der zukünftigen Ausbildung hier zu bieten. Unglaublich, oder? Wirklich eine Tragödie. Allerdings. Und genau deswegen habe ich eine neue Regel verfasst. Sehr gut, sehr gut. Wir werden heute erstmalig eine Informationsstunde geben. Wer von Ihnen möchte das machen?
Bitte sehr. Ja. Professorin Tucker ist exzellent auf diesem Gebiet. Sie unterrichtet schon ewig hier und kennt die Schule ja bestens. Sie ist sicher der qualifiziertere Lehrkörper, wenn es darum geht. Aber nicht doch, Ruggiero. Du bist viel beliebter bei den jungen Leuten, weil du so geduldig bist und ihren Geschmack kennst. Ich bin viel zu anspruchsvoll und könnte sie verschrecken. Das können wir keinesfalls riskieren. Ich bin gerührt von der gegenseitigen Wertschätzung meiner beiden Professoren. Wir machen es so, sie einigen sich und geben mir dann Bescheid. Einverstanden? Dann bis gleich. Und hier ist das Büro des Direktors. So, jetzt hast du die ganze Akademie gesehen. Ja. Hättest du was gegen eine kurze Pause? Haha, strengt dich wohl auch an, oder? Natürlich. Was denkst du denn? Da unterscheiden wir uns wohl nicht voneinander. Ich bin so froh, dass du dich so lieb um mich kümmerst. Und Jacques hat mir ja so viel von dir erzählt. Ich freue mich, dass es dich nicht stört, dass ich heute hier bin. Nein, du störst mich nicht. Ich meine, ich weiß nämlich, dass du und Jacques in der Vergangenheit, dass ihr... Das ist Schnee von gestern. Reden wir nicht darüber. Und heute bist du unser Gast. Du bist wirklich sehr nett. Ich wäre nicht so entspannt, wenn ich an deiner Stelle wäre. Im Gegenteil, ich werde sogar ziemlich schnell unsicher. Seit Wochen mache ich mir Notizen zu meiner Rede, die ich heute halten muss. Ach, ohne die wäre ich einfach völlig aufgeschmissen. Ach, ja, aber ein Mädchen wie du, die all diese Follower gewöhnt ist, bleibt doch bei sowas ruhig, oder? Nein, nein. Ich werde nervös und blamiere mich dann. Aber heute nicht. Heute darf das nicht passieren. Vielleicht kennst du das Gefühl, Jacques gefallen zu wollen. Nur zu gut. Ich wusste, dass du das verstehst. Deshalb bin ich froh, heute bei dir zu sein. Ich weiß, dass alles gut wird, solange du da bist. Hey, Maggie! Maggie, ich bin hier! Klau ihr die Notizen, damit sie sich blamiert. Denk dran, was Bianca gesagt hat. Treib sie in die Flucht. Nein, Maggie, nein. Wir sind doch nett. Marie vertraut dir. Das kannst du ihr nicht antun. Was redest du da? Sie hat ihr den Freund weggeschnappt. Da hat sie recht. Ja, aber sie tut nur, was ihre Familie von ihr erwartet. Das ist aber auch richtig. Hör bloß nicht auf sie. Die mit ihrem heiligen Schein. Hör auf mich. Wir beide schlagen diese Schnitzel in die Flucht. Maggie? Alles in Ordnung? Bestens, wirklich. Du musst diese Unterlagen unterschreiben. Du weißt schon, der übliche Papierkram. Dass du hier warst, ich meine bist. Unterschreib mal, ich mach dir Platz. Los. Danke. Und vorher durchlesen. Ich verschwinde kurz für eine Minute. Maggie? Danke auch für deine Hilfe. Immer gerne. Ciao. Ja, ja, letztes Jahr habe ich ja auch studiert. Und dann habe ich... Warte mal kurz. Der Junge da vorne, der mit den blonden Haaren, siehst ja, du ihn? Ich fand das hier cool. Ja, den sehe ich. Dann bin ich also nicht am Träumen? Nein. Danke dir. Maggie Davis. So sieht man sich wieder. Hallo, Andrew. Was für ein Zufall. Was machst du hier überhaupt? Oh, ich begleite nur Philippe. Er beendet als Privatschüler das Schuljahr. Er macht die Prüfung. Das ist wirklich nett, dass du ihn begleitest. Weißt du, wir werden gleich nach seiner Prüfung noch ein Konzert geben, deswegen. Ach echt? Ihr spielt wieder zusammen? Ja, aus dem Duo Bianca und Philippe wurde das Duo Andrew und Philippe. Das finde ich klasse. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Und du, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Und die Moodboards? Wir werden wohl auf Tour gehen. Prima. Ja. Und Jacques? Ach, das läuft wirklich gut. Wir verstehen uns ganz wunderbar. Es kam nur was dazwischen und, naja... Maggie, ich kann meine Notizen nicht mehr finden. Sie sind einfach verschwunden. Hast du sie vielleicht gesehen? Vielleicht liegen sie noch im Büro zwischen den ganzen Unterlagen. Nein, ich habe schon überall danach gesucht. Aber es könnte sein... Ja! Ich habe sie auf dem Stick. Ich muss nur die Datei neu ausdrucken. Du Glückliche! Entschuldige. Hallo,
Ich bin Marie Laurent. Ich bin heute Gast in der Mailänder Fashion Academy. Und Maggie ist meine Begleitstudentin. Freut mich sehr. Ich bin der Ex-Schüler der Akademie. Ja. Freut mich sehr, Andrew. Mich auch. Maggie, können wir jetzt vielleicht zu den anderen gehen? Natürlich. Wir sind noch beschäftigt. Aber vielleicht sehen wir uns später nochmal. Bis dann. Aber was ist denn mit Ihnen passiert, Professor? Nur ein paar Beschwerden, die mich gelegentlich quälen, denn die hohen Belastungen des jahrelangen Ballett machen sich jetzt leider doch bemerkbar. Ah, das verstehe ich. Aber Sie sollten zum Arzt gehen. Ich habe schon einen Physiotherapeuten, er hat am Nachmittag Zeit für mich. Ich werde dann nur leider nicht hier sein können. Nein, bloß keine Sorgen. Professorin Tucker vertritt Sie gerne. Ich danke Ihnen. Ich bitte Sie. Der Schmerz kommt und geht. Kommt und geht. Darf ich? Ah, Sie sollen unbedingt und sollen sogar. Bitte sehr. Ich will Ihnen doch so gern etwas sagen. Ich freue mich auf die Gastschüler. Sie sind eine große Chance für unsere Akademie. Ja, aber bitte bloß nicht mit dieser Stimme. Das schadet den Stimmbändern und dem Unterricht. Denken Sie? Ne? Es kommt und geht. Kommt und geht, ja. Ich rufe Ruggero an. Vielleicht kann er ja wenigstens im Sitzen unterrichten und Sie sollten sich besser ausruhen. Danke. Bitte gerne. Wow. Diese Kleider sind ja fantastisch. Fantastisch wie Ihre Designer. Also ich. Ich wollte sagen, wir. Viele dieser Kleider sind das kreative Werk von Maggie. Sie hat eigentlich immer die besten Ideen. Kompliment, Maggie. Du hast wirklich Talent. Danke. Darf ich? Natürlich. Was machst du denn bitte hier? Hallo übrigens. Die Fashion Akademie hat mir wohl gefehlt. Aber irgendwie scheint hier alles gleich geblieben zu sein. Bis auf eine Kleinigkeit vielleicht. Ich mag das Zynische, Andrew. Du hast uns gefehlt. Das meinst du. Warum macht ihr nicht einfach weiter und ich verabschiede Andrew? Ich vermute mal, ihr seid nicht mehr zusammen? Richtig. Jacques hatte wohl eine Familienangelegenheit zu regeln. Und Marie war die Einzige, die ihm dabei helfen konnte. Sag bloß eine arrangierte Verlobung. Ja, könnte man so sagen. Ich finde, es ist besser so. Nein, ganz ehrlich, weißt du, in diesem Jahr ist bei mir so schrecklich viel los. Die Tournee, unsere Akademie und die Arbeit für den Direktor. Da bleibt einfach keine Zeit für Jacques. Du meinst, es wäre in Ordnung. Vielleicht ist die Marie sympathisch. Übrigens, sie hat da was vergessen. Ihren USB-Stick. Gibst du ihr den wieder? Ja, klar, natürlich. Hm. Danke. Bis später. Bis später. Na, Edu, wie läuft der Test für die Tour durch die Schule? 1, 2, 3, Test. Funktioniert es? 1, 2, 3, es funktioniert! Und das hier ist das Milky Way. Wie gemütlich. Ja. Maggie, ich würde gerne die Bühne der Moodboards sehen. Natürlich, die ist gleich da drüben. Okay. Das ist der Garten der Akademie. Ein Ort zur Pflege. Sozialer Kontakte. Wie sieht das denn innen drin aus? Ja! In Harmonie mit der Flora. Wer ist jetzt Flora? Franz? Franz, ich bitte dich, hilf mir jetzt bitte! Hilf mir! Eloise? Max? Machst du mir bitte einen Kaffee? Max? Max? Haha! Ich hab es ja gewusst! Du bist nicht heißer, du willst nur einen freien Tag haben. Du willst dir einen freien Tag haben? Das Humpeln ist doch nur vorgetäuscht. Oh. Raus mit der Sprache. Wieso willst du nicht unterrichten? Was hast du vor, hä? Das geht dich nichts an, Ruggero. Interessant wäre doch eher, was du vorhast. Es geht dich ebenso nichts an, Allison, dass ich eine Autobiografie schreiben werde. Aha, darum geht es also. Tja, eine Autobiografie.
wen interessiert schon dein Popsängerleben? Ich verbiete dir, so respektlos über mein Lebenswerk zu reden. Dann verschwende keine Zeit mehr und bereite für die lieben Gäste die Stunde vor. Dann werde ich endlich zu meiner Verabredung mit Charles gehen, völlig entspannt. Eine Verabredung also? Hab ich Verabredung gesagt? Hab ich das? Ich hab mich versprochen. Du bist eine Lügnerin. Du lügst doch auch, du kleiner Möchtegern-Schriftsteller. Ach, so ist das also. Sie haben beide versucht, sich über mich lustig zu machen. Ich? Ich? Wieso sich lustig machen? Nein. Sehr gut. Wie ich sehe, sind Sie in bester Form, um zu unterrichten. Und diesmal tun Sie das sicher gerne. Gemeinsam. Gemeinsam. Oh. Wirklich sehr gern in der Nähe von Jacques. Verstehe ich gut. Oh nein. Nein. Das kann nicht sein. Ich kann den USB-Stick nicht finden. Er ist weg. Nein. Das ist einfach unmöglich. Ja, ich hatte ihn zuletzt in meiner Tasche. Und was jetzt? Jetzt habe ich schon wieder keine Notizen. Marie, wir werden ihn überall suchen. Auch wenn es fast unmöglich ist, einen winzigen Stick in einer so großen Schule zu finden. Das muss uns aber gelingen. Und wenn nicht? Ich könnte mir doch neue Notizen machen. Ich habe ja noch viel Zeit, bevor ich dran bin, weil es die Abschlussrede ist, richtig? Ganz richtig, ja. Oh, ja, das werde ich hinkriegen. Ja, ja, ich muss los. Viel Glück, das wird schon. Das muss ich sofort Bianca erzählen. Ich habe versagt. Ich konnte sie weder von hier vertreiben, noch sich vor allen Leuten blamieren lassen. Maggie, da bist du ja. Ist alles bereit? Wo ist denn Marie? Vielleicht geht's doch. Lieber Herr Direktor, Sie habe ich schon gesucht. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht besser wäre, wenn Marie ihre Rede jetzt hält. Denn bei der Eröffnung werden sicher mehr Schüler da sein als zum Schluss. Finden Sie nicht auch? Optimaler Vorschlag. Danke. Jetzt verstehe ich langsam, was du vorhast. Wieso bist du immer noch hier? Du willst den Ehrengast sabotieren. Nein! Und wie kannst du mir das nur unterstellen? Was war denn im letzten Jahr mit dir los? Da habe ich einen Fehler gemacht. Ah. Das habe ich erst durch dich verstanden. Du warst davon überzeugt, dass die Moodboards und die Cool Ghosts befreundet sein können. Du hast mir sogar vertraut, als ich es nicht verdient hatte. Weil du das Gute im Menschen sehen willst, Maggie. Auch wenn die anderen das nicht sehen können oder nicht verdienen. Und genau deswegen bist du so klasse. Du hast sogar Jacques gehen lassen aus Rücksicht auf seine Familie. Auch wenn es dir das Herz gebrochen hat. Maggie, ich weiß, du bist verletzt. Aber lass nicht zu, dass dich das verändert. Du bist was Besonderes. Oh nein, was habe ich bloß getan? Jetzt wird sich Marie wegen mir schrecklich blamieren. Maggie, ganz einfach ruhig bleiben und zählen. Okay, tue ich. Eins, zwei, drei. Es geht schon viel besser, danke. Siehst du? Jetzt wird alles gut. Ja, okay. Ja, klar. Die Papiere sind hier im Schrank. Ich bring sie ihr. Sei zu jedem Gast freundlich. Immer. Danke. Ich danke euch allen, aber ein ganz besonderer Dank geht an Maggie Davis. Danke, dass du an diesem wunderschönen Tag an meiner Seite warst. Ich danke dir. Du warst klasse. Nicht wirklich. Ich weiß, das war nicht einfach wegen deiner Gefühle. Ich wollte sagen, wegen unserer Gefühle. Genau deswegen bist du außergewöhnlich. Danke, Jacques. Ist Andrew wegen dir hier? Nein. Er begleitet nur Philippe. Der holt eine Prüfung nach. Hat's dir gefallen, ihn wiederzusehen? Ja. Alte Freunde wiederzusehen tut doch immer gut. Glaubst du etwa? Ich bitte dich. Mit Andrew ist wirklich Schluss. Und zwar für immer.
Das ist der Aufenthaltsraum. Hier treffen sich die Schüler aller Klassen und tauschen dann ihre Erfahrungen aus. Super, Edu, das machst du wirklich prima. Nein, das sollst du doch nicht sagen. Ich hätte echt nie gedacht, dass du mir mal helfen würdest, mir selber treu zu bleiben. Ich habe mich bloß revanchiert. Damals hast du mir auch geholfen. Das ist Philippe. Er ist fertig. Ich muss gehen. Aber ich werde wiederkommen, wenn du mich sehen willst. Das wäre schön. Maggie, endlich, da bist du ja. Erzähl mir bitte, was hast du rausgekriegt? An alle Schüler, kommt bitte sofort ins Milky Way. Ich habe eine wichtige Mitteilung für euch. Liebe Studenten, liebe Professoren, unsere brillante Professorin Tucker hat ein Stipendium zwecks Forschung bei einem großartigen Professor an der Modeakademie in Paris gewonnen. Danke. Und deswegen wird sie leider umziehen. Was? Wie? Wegziehen? Wieso denn? Weggehen? Willst du uns etwa verlassen? Natürlich ist das eine unglaubliche Chance, besonders für unsere Studenten in der Modewelt und damit auch ein Gewinn für die Akademie. So traurig war ich noch nicht mal, als sich Black Hole verabschiedet hat. Ja, schön, er kam am nächsten Tag wieder, aber das schockt mich. Nun, übertreiben Sie mal nicht, Max. Es handelt sich doch nur um ein paar Wochen. Wir werden uns wiedersehen. Schneller, als Ihnen lieb ist. Gib es zu, Allison. Es fällt dir auch nicht leicht zu gehen. Ich würde eher sagen, ich spüre eine leichte Verstimmung. Ich möchte Sie nun bitten, hier zu mir auf die Bühne zu kommen. Denn wir alle wollen Ihnen jetzt viel Glück wünschen mit dem großartigen Professor Charles Simon. Bitte einen kräftigen Applaus. Charles, Mann. Er war der Professor, den du unbedingt wegen deiner Arbeit treffen musstest. Mir tut jetzt wirklich leid, dass ich so fies zu dir war. Du hast ja keine Ahnung, wie fies. Ich denke drüber nach, wie du dich bei mir entschuldigen kannst. Nein! Damit ist jetzt Schluss. Wir haben keine Zeit mehr zu streiten. Lassen Sie sich umarmen und Arrivederci sagen. In meiner Autobiografie werde ich ein ganzes Kapitel lang nur über dich lästern. Es ist schön, man selbst zu sein.